Köln, wer verlässt eine Woche nach Jacqueline, 35, als zweiter Bewohner Deutschlands bekanntesten Container? Montagabend fiel bei Big Brother die zweite Exit-Entscheidung. Und die hatte es in sich. Aber zunächst gab es den nächsten handfesten Streit. Diesmal geht es um Kiwis. 34 Stück der haarigen Früchte seien in der Küche gewesen. Davon ist jetzt nur noch eine da. Es hieß jeder eine und jetzt haben irgendwie schon wieder 5 Leute gar keine gehabt, stellt Benedikt, 23, fest. Kevin, 30, wettert. Das ist immer dasselbe mit euch. Das kotzt mich sowas von an, EY. Maxime, 20, kann sich einen Seitenhieb gegen den 30-Jährigen nicht verkneifen, murmelt, aber den Vanillezucker klauen. Dem Bochumer platzt der Kragen? Redest du gerade mit mir, oder was? Willst du dich jetzt grad mit mir anlegen, oder was? Pass auf, was du sagst, was redest du da? Gestern heulst du noch, ich nehm dich in den Arm und dann willst du gegen mich schießen? Auch Sandro, 32, geriet in Kevins Visier. Ihr verbreitet nur Scheiße, das ist das Problem. Der 2-Meter-Mann aus Stralsund lässt sich aber auch nicht einfach anpampen. Was willst du jetzt eigentlich? Geh rüber ins Bett, geh pennen und geh mir nicht auf den Schwarz-Sternchen-NZ mit so nem Scheiß. Kevins Konter folgt sogleich. Wenn du überhaupt nen Schwarz-Sternchen-NZ in der Hose hast. Tanja, 55, reicht es. Hört doch jetzt mal auf. Kevin. Big Brother. Wenn nicht er, dann werde ich das Haus verlassen, definitiv. Für Sandro sei Kevin unten durch. Der braucht mich nie wieder fragen, ob wir ein Gespräch führen oder irgendwas. Mir fehlen die Worte. Er hofft, dass der 30-Jährige das Haus verlässt. Und droht, wenn nicht er, dann werde ich es verlassen, definitiv. Beides trat, zumindest am Montagabend, nicht ein. Die Streithähne und Hennen Kevin, Sandro und Maxime waren ebenso für den Exit nominiert wie Chiara, 35, Gema, 55 und Jael, 29. In der Live-Sendung kamen noch Moritz, 23 und Angela, 49 hinzu. Letztlich fiel die Entscheidung zwischen Angela und Chiara. Mit dem überraschend besseren Ende für die 49-Jährige, der Schweizerin, die aufgrund eines fehlenden Stimmbandes eine herausstechende Stimme hat, sagte als erste Reaktion: Wow, ich bin schockiert. Moderator Jochen Schropp, 45, tröstete die intersexuell geborene Chiara: Du hast gut gekämpft, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. Big Brother seht ihr rund um die Uhr im Livestream auf Join. Täglich ab 21 Uhr gibt es zudem Tageszusammenfassungen auf Join. Immer am späten Montagabend gibt es live auf Sat. 1 und bei Join Exit-Entscheidungen.